mal am Anfang ein bisschen darüber, dass Selbstverteidigung ja irgendwo Selbstschutz bedeutet. Wenn wir über Selbstschutz sprechen, sprechen wir natürlich auch darüber, dass professionelle Sicherheitskräfte gut kommunizieren können und natürlich möglichst solche Situationen, Konfliktsituationen deeskalieren können. Bei Deeskalation sprechen wir meistens von rhetorischer Deeskalation, das heißt mit Worten, also unsere erste Waffe sollte immer das Wort sein, aber die Realität zeigt, schön, wenn wir mit Worten gut umgehen können, aber wenn der Gegenüber, der Mensch, Gewalt will, dann gibt es Gewalt. Unser Thema heißt ja Selbstverteidigung. Und Selbstverteidigung bedeutet, okay, wir haben eine Situation, die auch rechtlich gesehen, wo wir auch rechtlich gesehen auf der richtigen Seite sind. Und wir werden feststellen, wenn es körperlich wird, habt ihr gar keine Zeit, darüber nachzudenken. Der einzige Anspruch, den ich an euch hätte oder den ihr selber an euch haben solltet als Sicherheitskräfte, wäre, dass ihr nicht die Ursache für die Gewalt sein solltet. Dass ihr nicht diejenigen seid, die einen anderen provozieren, dass ihr nicht diejenigen seid, die die Situation verschlimmern, also die die Situation eskalieren lassen, sondern dass ihr diejenigen seid, die versuchen, Gewalt zu vermeiden, aber wenn es nicht vermeidbar ist, müsst ihr euch professionell verteidigen können. Und zwar auch konsequent, so dass ihr selbst möglichst nicht verletzt werdet. Das richtige Mindset heißt eigentlich, ihr solltet die Grundeinstellung haben, dass ihr möglichst keine Gewalt haben wollt. Weil wenn man Bock auf Gewalt hat, hat man meiner Meinung nach überhaupt nicht den Sicherheitsdienst verloren. Wir hatten das ja schon ein bisschen mit Kommunikation, Deeskalation. Wir wissen ja alle, und ich hoffe, ihr habt das letzte Video von Kai auch gesehen, was mit Kommunikation gemeint ist. Erst reden, nicht sofort anspringen, nur weil ich jetzt permanent beleidigt werde und so weiter. Aber ganz, ganz wichtig, was Kai auch schon gesagt hat, der Abstand. Das heißt, wenn jemand aggressiv ist, dann mache ich maximal ein, zwei Schritte zurück. Wir kommunizieren sehr gerne mit den Händen, aber dann von hier aus. Warum? Weil wenn er jetzt kommt und mich nicht nur schubst, sondern auch schlagen will, dann bin ich hier drinnen. Wir müssen uns klein machen. Weil hier hat er die komplette, meinen ganzen Körper als Angriffsfläche. Das heißt, ein Schritt zurück, bisschen rein, Schulter vor, Kinn runter, bisschen reindrehen und schon hat er statt drei Seiten nur noch zwei Seiten. Und die eine, die hier frei ist, die decke ich dir damit auf. Wenn ich mich nicht bewege, 100%, der sitzt 100%, das hat auch gerade geknallt. Wenn ich mich aber bewege, nach hinten, ja, mach, dann kommt im Zweifel die nächste Hand, weil ich ja nach hinten gehe. Ich gebe ihm Platz dafür. Er kann arbeiten, er kann machen, was er will. Ich lasse ihn den Raum und ich will nicht diesen Raum ihm geben. Das heißt, wenn er mich schlägt, dann gehe ich rein. Beruhigen Sie sich! Aber! Macht euch zu leid. Wir sind doch nicht wieder rutschrecht. Hey! Wo bleib ich noch? Was ist denn, Mongo? Ruhigen Sie sich! Lass mich hier durch! Nein! Lass mich hier durch, Mann! Jetzt nichts mehr gemacht als reingehen. So, und diesbezüglich, wenn ich drinnen bin, dann steht ihr halt voreinander. So. Er wird sauer, weil wir sind drinnen. Vielleicht habe ich ihm auch wehgetan. Ist jetzt nicht schlimm mit dem Unterarm oder so. Oder mit dem Ellenbogen hier rein. Das tut weh. Wir müssen ihn auf den Boden bringen. Das Schnellste und das Einfachste ist, wenn ich an sein Bein gehe. Wenn ich reingehe und jetzt so, da ist das Bein und wo ist dein Knie? Danke. Das ist scheiße. Das heißt, wir bleiben hier, gerade runtergehen. Ich habe mir das immer so gemerkt, mein Gesicht geht am Oberkörper lang. Wenn ich ihm ein Bein nehme, nehme ich ihm auch eine Stütze. So. Und weil mein Kopf hier drin ist, kann ich meinen Kopf auch dafür nehmen, zum Rotieren. Also so. Klar. Also hier. Also, nochmal langsam. Ihr habt ihn auf den Boden gebracht. Super. Vergesst aber nicht, er ist scheißen aggressiv, weil ihr ihn auf den Boden bekommen habt. Deswegen Hüfte kontrollieren, ganz wichtig. Egal, im Prinzip ist es egal, wie. Hauptsache ihr kontrolliert das. Ich merke mir das immer nur. Ellenbogen, Knie. Und ich presse mein ganzes Körpergewicht hier drauf, weil ich will hier nicht runter. Er versucht mich zu reißen, macht irgendwas. Das gibt mir wieder die Chance zu arbeiten. Wichtig ist nur, ihr dürft nicht so liegen. Mach was. Ja, ihr lacht, aber das passiert häufig, weil man weiß es ja auch nicht. Macht die Beine breit, macht alles eng. Richtig draufpressen. Wenn die Arme kommen, da kommen die Arme.
Alles gut, ich halte ihn trotzdem. Wenn er meint, sich nach da zu drehen, weil du bist ja gerade dabei, mach mal. Ach, da? Ja. Dann gehe ich mit, ist doch egal. Und bleib hier. Wie gesagt, spät kommt, sollte jetzt der Partner kommen. Wenn nicht, haltet ihn hier fest. Jetzt ist sowieso Embryonalstellung. Jetzt ist sowieso Feierabend. Aber tut euch jetzt bitte selber den Gefallen. Fangt nicht mit sowas an. Auch wenn es vielleicht euch gerade richtig erscheint, weil er so aggressiv ist, keine Ahnung, es ist scheiße. Kontrollieren! Kontrollieren! Was ist der hässliche Spin? Was siehst du? Komm her! Was? Was? Ja. Was ist hier? Was wollt ihr von mir? Komm her, Alter! Komm! Ja.